In dieser Folge von Wir segeln schauen wir uns Santorini an. Das Wir in Wir segeln sind Tobi, Franzi und Zora. Wir leben seit 1,5 Jahren auf unserem Boot. Dass wir euch unsere Geschichten erzählen können, dafür bedanken wir uns bei unseren Unterstützern auf Patreon und PayPal. Und jetzt geht's los. Zuletzt sind wir trotz Probleme mit Motor und dem Autopiloten nach Santorini gesegelt. Hier liegen wir umsonst an einer Mooring. Der einzige Nachteil ist der Weg in die Stadt. Denn er ist sehr lang und sehr steil. Oben angekommen, bin ich überfordert von den ganzen Eindrücken. Ich habe mich schon lange darauf gefreut, nach Santorini zu fahren und hatte in meinem Reiseführer gelesen, dass Ia ein schönes, traditionelles griechisches Dorf ist. Und da ist in meinem Kopf klein, weiß, ein bisschen mit Türkis. Und genau so hatte ich mir dann eigentlich Santorini vorgestellt, nur in total schön. Und war dann ein bisschen überfordert mit den ganzen Geschäften. Und natürlich hätte ich mir das denken können, weil ich habe ja auch schon mal Bilder von Santorini und den Touristen gesehen. Aber irgendwie habe ich mir es halt ganz anders vorgestellt und war die ersten Tage ein bisschen... Okay, das hat sich aber, nachdem ich dann endlich verstanden habe, dass ich ein falsches Bild im Kopf hatte, hat sich das geändert und dann konnte ich Santorini auch genießen. Wir leihen uns ein Auto, um die Insel besser zu erkunden und um einen Keilriemen zu finden. Die erste Station ist Phira. Die Stadt wurde 1956, genau wie ihr, von einem Erdbeben zerstört und wieder aufgebaut. So sehen sich die beiden Orte recht ähnlich. Auch wenn Phira eindeutig die größere Schwester ist. Es gibt von allem mehr. Mehr Boutique-Hotels, mehr Swimmingpools. Ich habe mich an das Umfeld gewöhnt und sehe jetzt die schönen Seiten. Oh, da kommt ja auch noch eins runter. Das stimmt ja gar nicht. Ich dachte, das ist nur ein. Wir sehen hier das erste Mal, dass eine Kapelle das verfallenste Gebäude ist. Ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, aber zu viel Trubel ist nichts mehr für mich. Also fahren wir weiter. Unser nächstes Ziel ist das antike Phira. Die Siedlung liegt in der Nähe unseres ersten Ankerplatzes auf einem 3 Meter hohen Berg. Nee, das ist ja total Schwachsinn, was ich da erzählt habe. Nochmal. Die Siedlung liegt auf einem 300 Meter hohen Berg. Der Ort wurde im 9. Jahrhundert vor Christus besiedelt und es gibt mehr zu sehen, als ich gedacht hätte. Wobei vor allem der Blick toll ist. Wieder zurück in Ia schauen wir den Ausflugsbooten bei ihrem Sunset-Turn zu. Für uns ist es ungewohnt, so viele Segelboote auf einmal zu sehen, vor allem im Oktober und ohne Segel.
Am nächsten Tag fahren wir erstmal einkaufen. Und glücklich geht es weiter. Hat jetzt einer 7 Euro gekostet. Falls ihr nicht wisst, warum wir uns so über den Keilriemen freuen, schaut euch die letzte Folge an. Heute schauen wir uns Akrotiri an. Von der Woods Hole Oceanographic Institution an verschiedenen Stellen auf Santorin nach Spuren bronzezeitlicher Besiedlung. Jedoch wenig erfolgreich. Mäßig informiert kann es jetzt losgehen. Die Stadt ist deutlich älter als das antike Tira, das wir gestern besucht haben. Die Stadt wurde im 2. Jahrtausend vor Christus bei einem Vulkanausbruch, ähnlich wie Pompeji, mit Asche bedeckt. Sie war bis 1967 vergessen. Dann begannen die Ausgrabungen. Der Besuch lohnt sich wirklich. Für mich ist es unglaublich, wie modern die Minoer schon vor 4000 Jahren gelebt haben. Durch die Überdachung hat es eine merkwürdige Atmosphäre. Mich erinnert es an eine Turnhalle. Das Dach wurde zwischen 2009 und 2011 gebaut, nachdem das vorherige Dach 2005 einstürzte. Anschließend kühlen wir uns am Strand ab. Meine Meinung zu Santorini ist wahrscheinlich ziemlich klar geworden. Also, wie fand Tobi es? Erinnerst du dich noch, wie du es aus Santorini fandst? Der Namenslegastheniker muss erstmal ein Bild zu Santorini finden. Warte mal, Santorini. Ah, Santorino ist das, wo man die vielen Treppen steigen musste. Das ja. Ich weiß an sich, was Santorini ist, nur manchmal bringe ich ja irgendwie Sachen durcheinander und ich habe jetzt Angst gehabt, dass ich es mit Mykonos verwechsel oder sowas. Super, das war doch super. Also Reiseempfehlung? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es so ähnlich wie Mykonos ist, wenn man erwartet, dass es ganz schrecklich ist und die Touristenhölle und dann aber da im Oktober oder sowas auftaucht, ist das Wetter wunderbar, ist es nicht zu heiß und es sind kaum Leute da und man denkt sich, oh, das ist doch alles sehr hübsch hier. Normalerweise sieht man die Landschaft wahrscheinlich vor Menschen nicht. Das macht, denke ich, den Unterschied. Jetzt habt ihr einen Eindruck, wie wir Santorini fanden. Wenn ihr schon mal auf Santorini wart, schreibt doch in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wir verlassen Santorini, weil wir Wind aus Osten haben und somit gut nach Norden segeln können. Okay, Zora ist erheblich cooler, als wir es sind. Waren wir wirklich in der Bucht beim letzten Mal? Ja. Eigentlich schon, ne? Ja, das ist die Unglücksbucht. Sag das doch nicht immer und immer wieder, bitte. Das ist meine totale Downbucht. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann schaut euch dieses Video an. Und beim nächsten Mal segeln wir in den Kykladen zur besten Jahreszeit, dem Herbst. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert, gebt uns einen Daumen hoch und schaut noch ein Video an.